Und damit willkommen zurück bei Spec Ops The Line. Wenn ich mich nicht irre, müsste das schon Folge 11 sein. Wir haben in der letzten Folge die Wassertanks beschützt. Und jetzt droht Dubai zu verdursten. Deswegen suchen wir jetzt den Sender, um zumindest zu versuchen, Dubai zu evakuieren, was vielleicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das so super funktionieren soll. Das stimmt allerdings. Hör doch jemanden. Die haben uns noch nicht entdeckt. Schalldämpfer? Sehen wir es uns an. Was als Werte? Ja. Verdammt! Jetzt wissen Sie Bescheid! Ja, klingt gut, ich kenne ich Besuch. Ihr müsst entschuldigen, hier sieht's furchtbar aus. Als wäre ein Sturm hier durchgefegt. Das ist kein Freundschaftsbesuch. Verdammt, also, ich hab Angst. Scheiße! Ich sag dir, was kommt. Hab ihn! Nicht ich hab euch am Hals, sondern. Ich lade nach! Haltet sie unten! Haben die ihn jetzt geschossen? Da bewegt sich einer! Egal. Quatsch, wollte ich gar nicht. Von der Leisigkeit her. So. Überall Musik ist schon sehr schön. Seilrutsche. Wie hat er das gesehen? Das ist natürlich unpraktisch. Meine Jungs. Ah. Okay. Okay. Ui, ein Ladebildschirm, aber ein anderes. Wir können dem Leid nicht entkommen, wir sind das Leid. Kann man so unterschreiben, muss ich sagen. Danke, wie ihr mir helft. Ah, jetzt. Jetzt aber, jetzt. Was nachladen? Unterwegs! Erinnert sich was? Alter! Da stand da vorne. Vor ihrem Verschwinden war die Damned 33rd eins der am höchsten dekorierten Bataillone der US-Armee oder was da auch stand. Soldaten auf der Seilrutsche. Und bleib liegen, verdammt! Rücke vor! Soll er stehen bleiben? Ja,
gefällt mir gar nicht. Schießen einfach ab. Feind ausgeschaltet! Ja, tja, klingt das okay. Ihr müsst entschuldigen, hier sieht's furchtbar aus. Das wäre ein Sturm hier durchgefegt. Das ist kein Freundschaftsbesuch. Weißt du, ich hab Angst, Horst. Ja. Nicht ich hab euch am Hals, sondern ihr mich. Noch mehr Tangos über die Seilrutsche! Ich glaube, froh ist, dass die KI echt dumm ist. Also sonst hätte man nur einfach weniger Gegner reinbringen können. Na los. Danke. Ach, Kontrollpunkt erreicht. Ich muss erst noch ein bisschen Munition aufheben. Für welche habe ich denn mehr Munition? Ach, für die AK. Wenn sie mir schon sagen, ich soll die Scharfschützen aus. Gott. Oh. Schade. Alter. Warum machen die überhaupt nicht die Spacks? Nee. Die Scar-Age verfügt aber einen zusätzlichen Granatwerfer unter dem Lauf. Er ist sehr effektiv, hat aber nur eine geringe Munitionskapazität. Weitere Scharfschützen vis-à-vis. Wir müssen weg, sonst geht gar nichts. Schalt die verdammten Scharfschützen aus. Warum nicht gleich so? Alter! Alter, gehst du in Deckung? Nee, wa? Wie sind denn die? Da ist einer. Ach, das macht ja höllisch viel Spaß. Einer noch, oder? Wie schnell kann denn der schießen? Oh, ich hab's geschafft. Also weiter geht's. In das Haus, was so ja kaputt ist. Bei Hochhaus immer schön. Ich muss es versuchen, Colonel. Ist der einzige Weg. Dann reißen sie alle ins Verderben. Scheiße. Walker! Was machst du? Adams? What the fuck? Ohne Wasser ist jeder und du bei dem Tod ausgeliefert. Jetzt wissen wir, das ist einfach nur ein Fake, das sollen wir uns unten lange angucken. Wir sollen einfach ins Gesicht treten. Sie kriegen diese Menschen nie durch die Sturmwand. Ich muss es versuchen, Colonel. Ist der einzige Weg. Dann reißen sie alle ins Verderben. Oh, Scheiße! Okay. Was hast du getan, Walker? Ich hab nicht aufgepasst. Hey, kann passieren. Na komm. Ich hab nicht aufgepasst. Ich hab den Außersehen das Gesicht zerlatscht. Kann passieren. Ja, doch. Okay, Colonel. Führ sie
John. Oh, ja, Sir. John. Sollen wir? Sie nehmen das aber nicht auf, oder? Was? Nein. Nein, natürlich nicht. Gut, ich will nicht. Die Menschen sollen meine Worte hören, nicht meine Stimme. Verstehe ich vollkommen. Okay. Ja, das glaube ich. Sie waren ein Freund diese letzten Monate. Es war hilfreich, wen zu haben, der einfach zuhört. Das ist sehr freundlich von Ihnen, Sir. Was tun Sie da? Oh, tut mir leid. Der Stift geht nicht. Ich brauche einen anderen. Hat das ausgemacht? Interview mit Conrad, ja, totales Interview. Ist ja die Frage, ob es vielleicht schon mehr gab. Also mehr Material, was er aufgenommen hat. Bevor es ist egal. Also, ich höre ja, was ihr treibt. Und da muss ich mich schon fragen, wer schlägt diesen Menschen den Kopf ein? Ich, ne? Eine Knarre noch dazu. Wie unnötig und unpraktisch. Lach nur, solange du noch kannst. Von mir aus, Gau? Unser Hochhaus. Viele Gegner da auf dem Dach. Shit, die müssen weg, bevor wir rüber können. Kein Problem. Adams, du ortest sie. Lugo und ich schießen sie ab. Astreiner Plan. Such dir einen aus, Captain. Ich nehme den anderen. Wir haben Kontakt! Und bleib liegen, verdammt! Ja, dann könnte man irgendwas. Alter, willst du mich verarschen? Oh. Manchmal funktioniert das Gameplay nicht so, wie ich das gerne hätte. Oh, nun Mensch. Einer weniger. Achtung, sie bewegen sich! Sollst du das spotten, du Vogel? Hallo. Oder so. Nein. Hier denkt niemand irgendwie ein bisschen nach, habe ich so das Gefühl. Oh. Und ich bin voll. Und jetzt auch mit Munition. Muss ich dazu hier hoch oder was? Gottes Willen. Ihr macht aber alles wieder sauber, ja? Ja. Immer wieder, ist das bequem, Jung? Mag die M4 mehr. Ich denke auch. Ah, der Typ redet die ganze Zeit wie ein Bösewicht. Die Zeit drängt, Gentlemen. Conrads Verstärkung ist wahrscheinlich schon unterwegs. Dein Auftritt, Lugo. Der Sender muss in 0, nichts laufen. Klar? Bitte, Hammer aus. Ich verstehe mein Handwerk. Boah, ist es bunt. Ich glaube, hier kommt ein Haufen Gegner, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Okay. Hey Jungs,
doch nicht echt. Ich meine... Die Uhr läuft, Lugo. Bin dabei. Ist ein Spezialteil. Kann ein Weilchen dauern. Was ist das? Sind das Stimmen? Ganz ruhig, G.I. Joe. Ist nur ein Wolkenlicht. Wir hören das hier andauernd. Ein was? Ein Signal, das von der Sturmwand abprallt. Hey! Hört euch den Streber an! Ja, auch nicht besser. Sie haben dieses ganze Sendersystem aus Ersatzteilen zusammengeschraubt. Beeindruckend. Ach, naja. Also, das haben jetzt Sie gesagt. Ich sehe, Sie haben den Sender verstärkt. Aber wie weit reicht das Ding wirklich? Bis zur Unendlichkeit und noch viel weiter! Oder bis zur Sturmwand? Ist dasselbe. Bullshit! Oh, ihr Kleingläubigen! Sie sind live und auf Sendung, mein guter Mann. Sagen Sie was. Wow, das ging leichter als erwartet. Danke. Bleib mir vom Leib, verdammt. Hast du den Verstand verloren? Das war ein bisschen übertrieben. So scheiß naiv. Wegen ihm hatten wir ständig die 33. am Arsch. Der hätte uns nicht einfach abziehen lassen. Ich hab getan, was nötig war. Das hast nicht du zu entscheiden. Leck mich. Ich hab's getan. Schluss jetzt. Wir klären das später. An alle, die mich hören, ich bin der Commander der US-Evakuierungskräfte. Wir sind hier, um sie zu retten. Aber zuerst wird die 33. für ihre Taten bezahlen. Sie enttäuschen mich, Walker. Sehen Sie nicht? Niemand verlässt Dubai. Ich hab's versucht. 1300 Männer, Frauen und Kinder tot. Wenn Sie nicht aus meinen Fehlern lernen wollen, kann ich absolut nichts mehr tun. Ihr Blutzoll ist hoch genug. Leben Sie wohl. Scheiße! So viel zur Evakuierung. Und jetzt? Verdammt! Wir kommen nur mit dem Heli hier raus. Aber wir müssen an einer Menge Kanonen vorbei. Oh. Ins Hochhaus! Los! Ihr zwei geht, ich gebe euch Deckung. Vergiss es! Keine Widerrede jetzt, haut ab! Er hat recht. Los, komm! Das in der nächsten Folge. Bis dahin. Macht's gut. Ciao.